Ernesto, eure Siegesserie setzt sich fort. Du hast heute einen Hattrick gemacht, kein Lupenreinen, aber dennoch. Ja, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich gratuliere erstmal die Mannschaft für den Sieg. Klar ist nicht jede Woche, dass man 3 Tore schießt. Ich freue mich sehr über die 3 Tore. Am Ende war es dann noch ein bisschen schwer für die Mannschaft. Und dann noch, ich war draußen, war noch schwerer als für mich, da draußen zu sehen, wie wir noch die Tore kriegen. Am Ende 3-2. Okay, 3 Punkte, gehen wir heim, fertig. Die 3 Tore, kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du sie gemacht hast? Ja, das erste Tor, Schirgi von rechts, flankt einfach rein. Ich stand da frei, kein Mann, einfach reingeschoben. Zweiter, Kolbe da draußen, mit noch 2 Gegenspieler, mit links an die lange Ecke rein. Und das dritte Tor, der Abwehrspieler zu kurz dem Ball zu dem Torwart, bin reingelaufen, Torwart getrippelt und reingeschossen. Du bist ja jetzt neu in der Saison zu Nöttingen gewechselt, machst bis jetzt eine überragende Saison. Wie siehst du das und wie siehst du deine Leistung und wie gut hast du dich jetzt in Nöttingen eingefunden? Natürlich von den Punkten her und von den Toren her gut, aber drumherum? Drumherum alles bestens. Ich bin hier gekommen, auch wo ich unterschrieben habe, habe mich gleich wohlgefühlt. Beim ersten Training, die ganzen Leute hier, die ganzen Spieler, alle freundlich, alle nett, alle sympathisch, super Mannschaft. Ich freue mich, hier zu sein. Und ja, auf weitere Jahre vielleicht. Was meinst du, was ihr diese Saison noch reißen könnt? Jetzt natürlich nach 5 Spieltagen, in denen ihr ein Spiel weniger habt, Spitzenreiter. Ja, da seid ihr in der Favoritenrolle drin. Was meinst du, was kann man euch zutrauen? Klar, wir haben erst jetzt angefangen, es waren erst 4 Spiele, wir haben noch einen Spielrückstand. Wir schauen nach vorne jedes Spiel und am Ende schauen wir, wo wir sind. Klar, wir wollen vielleicht wieder aufsteigen. Ja, unser Ziel. Nächstes Spiel, Kracher gegen CFR Pforzheim, dein Ex-Verein. Ja, wird sicherlich ein besonderes Spiel. Ich lasse dich mal sagen, was es sein wird. Wird bestimmt ja, riesig. Ja klar, es wird kein leichtes Spiel gegen den CFR. Wir dürfen den nicht unterschätzen. Ja, ich freue mich auch wieder im CFR-Stadion spielen zu dürfen. Wirst du da besonders motiviert sein? Auch ja, aber ich bin bei jedem Spieler motiviert. Ernesto, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, Jens.